So, wir wollen jetzt von unserem Braten wollen wir jetzt noch mal zeigen, wie man so ein schnelles Zwischengericht auch für den Sommer top geeignet, ne, machen kann. Und zwar machen wir da einfach nur kalten Braten mit Zwiebelsalat. Ne. Ich habe den dazu den Braten genommen, habe den auf einer Küchenmaschine, auf einer Brotmaschine habe ich den einfach fein geschnitten. Ne. Und den drapieren wir jetzt einfach so. Fein geschnitten, drapieren wir den uns an. Das muss ja auch ein bisschen was fürs Auge sein. Schön fein geschnitten, der Braten eignet sich super dazu. Man kann natürlich auch einen anderen nehmen, wenn man das Pökelsalz nicht mag. Nimmt man einfach einen Schweinsbraten, wenn man irgendwo ein Stück über hat. Macht da dünne Scheiben und dann macht man Zwiebelsalat dazu. Mein Salat mit Dressing habe ich mir abgepackt. Da kann man die nächsten 2, 3 Tage hat man da locker immer einen super Salat dabei. Für unser Zwiebelsalat nehme ich das ganz normale, einfache Dressing. Reibe mich, ich habe da so ein V-Höbelchen. Und da reibe ich mir jetzt meine Zwiebeln schön fein runter. Ne? Weil für einen Zwiebelsalat denkt man erst, oh Gott, scharf und so weiter. Stimmt gar nicht. Wenn man die Zwiebel schön fein macht und die dann. Und die dann mit dem Dressing, was saurem, ein wenig bearbeitet, dann verliert die eigentlich so ziemlich komplett ihren scharfen Geschmack, den sie eigentlich hat. Ne? Das ist immer so ein gewisses Maß an Zwiebeln einfach in Töpflein, machen wir von unserem Dressing, machen wir einfach mal 1, 2 Schöpferle dazu, mehr. Mischen das schön, das kann man jetzt schön durchkneten, kann man auch kurz vorbereiten, aber auch wenn man es ganz frisch macht, die Zwiebel verliert schnell an Wirkung durch das Essig. Jetzt einmal von dem Zwiebelsalat hier in die Mitte mal ein bisschen drauf. Und dann gehen wir her, machen noch für unseren Braten ein klein wenig Dressing hier außenrum. Und fertig ist das Sommergericht. Ne? Für den Sommer super. Ein bisschen Butterbrot dazu. Langt schon. Dann hat man ganz schnell was gezaubert. Was auch nicht schlecht ist, wir haben ja den Braten da gestern gemacht und da ist dieser Bratenfond angefallen. Ne? Das ist jetzt eigentlich Zwiebelsaft und vom Braten her. Was mir dabei nicht gefällt, der hat kein Fett drin. Gell? Der hat wenig Fett abgelassen. Man könnte das Ganze jetzt mit Schmalz aufrühren, muss man aber nicht, weil Schmalzbrot ist super mit dem in Verbindung. Und das einfach als Hors-d'oeuvre oder kleine Vorspeise. Einfach so ein bisschen Weißbrotstückchen nehmen. Und dann nehmen wir ein wenig von dem Zwiebelsaft, den wir da haben. Ein klein wenig aufs Brot drauf. Das, wenn man jetzt zum Beispiel Gäste hat oder Freunde, einfach hinstellen, kann sich jeder ein bisschen was nehmen. So wie so ein Schmalzbrötchen, aber da ist ja gar kein Schmalz dabei oder kaum. Und die servieren wir jetzt einfach hier mit dazu. Weil den Bratensaft, den wollen wir natürlich auch verarbeiten. Man könnte den jetzt auch warm machen und hier ein bisschen mit dazu drapieren, kommt auch gebückt. Oder ein wenig nehmen, die Pfanne, eine Scheibe abschneiden von dem Braten und dann zusammen mit dem Braten erwärmen und dann anservieren. Aber das Material hier, das sieht vielleicht nicht so toll aus, ne, das Geschmack, einfach so ein bisschen drauf und mit dazu oder einfach als Vorspeise mit hinstellen oder zum Salatteller, kommt ganz klasse, richtig super.